drei verschiedene. 9:01 Uhr, Deutschstunde. Die Messung läuft. Dann liest er die. Vielen Klassenkameraden von Maren und Johannes haben die Forscher das EKG bereits abgenommen. Insgesamt haben schon 110 Schüler an der Studie teilgenommen. Vor den Rat der Stadt und berichtete. Kurz nach 10. Große Pause. Bei diesen Daten von Johannes ist es so, dass plötzlich die Herzfrequenz nach oben geht. Das sehen wir häufig, da muss irgendwas passiert sein. Es kann sein, dass die Pause begann. Pause ist immer begleitet von Bewegung, aber auch, und das sehen wir wie hier im Fall von Johannes, mit emotionaler Beteiligung. Es scheint so, als ob die Kinder in der Pause viel mehr emotional dabei sind als im Unterricht. Kurz nach 11:30 Uhr, Musikstunde. Die Herzfrequenz von Johannes und Maren ist tatsächlich niedriger als in der Pause. Und auch der Computereintrag gibt das wieder. Die Musikstunde empfindet Johannes weder angenehm noch unangenehm. So, Kartoffeln. Ab. Wo hast du eigentlich dein Messgerät? 13:30 Uhr. Mittagessen. Johannes wird danach die Hausaufgaben machen. 14:03 Uhr. Maren schreibt einen Aufsatz für den Deutschunterricht. Ein ganz normaler Schüleralltag. Also das Gefühl hier, wie gesagt, groß. Das EKG der Forscher misst jede Regung ihres Herzens. Auch als Maren später Saxophon übt. Johannes tobt sich am Nachmittag lieber aus. Um 16:30 Uhr schaut Marens Familie zusammen fern. Während ihrer Lieblingssendung schlägt Marens Herz etwas höher. Etwa zur selben Zeit spielt Johannes am Computer. Ach Mensch, das regt so auf! Sein EKG und Marens müssen die Forscher noch zusammen mit den Daten der anderen 110 Schüler auswerten. Noch steht das Ergebnis der Studie nicht fest, aber bei einigen Kindern stellen die Forscher eine eher gleichbleibend niedrige Herzfrequenz in der Schule fest. Wenn es keine Veränderungen in der Herzfrequenz gibt, heißt das unter Umständen, dass da auch keine emotionale Beteiligung da ist. Und emotionale Beteiligung ist etwas, was fürs Lernen gebraucht wird. Und die Abwesenheit dieser Herzfrequenzerhöhung kann unter Umständen nahelegen, dass die Person, dass der Schüler gar nicht dabei ist. Die Herzfrequenz von Maren und Johannes wird auch über Nacht beobachtet. Gegen 8 Uhr geht's ins Bett. Am nächsten Morgen legen die Forscher die EKG-Geräte zwei anderen Kindern an. Die Studie läuft noch, bis alle Daten gesammelt und ausgewertet sind. Aber es soll eine Folgestudie geben. Dann legen die Wissenschaftler Kindern und Lehrern ein Langzeit-EKG an und überwachen per Video die Schulstunden. Also da kann man dann gespannt sein, was die Schüler- und Lehrerherzen höher schlagen lässt. Unser Herzschlag bestimmt unser Leben. Schlägt 24 Stunden am Tag und das über Jahre, mitunter 70 Jahre und mehr ohne Pause. Aber manchmal hört es auch auf zu schlagen, dann haben wir einen Notfall, so wie hier mit dieser simulierten Puppe, Herzstillstand. Nun, in dem Moment ist es so, dass die elektrischen Impulse im Herzen nicht mehr geregelt ablaufen. Sie sind chaotisch, der Mediziner spricht vom Kammerflimmern. Und da gibt es eine Gegenmaßnahme und das ist der sogenannte Defibrillator. Sie kennen das vielleicht auch aus den ganzen Medizin-Soaps und so funktioniert's. Also ich habe zwei Elektroden und diese Elektroden geben nun elektrische Energie ab und zwar einen richtig starken Stoß. Der ist so, dass er für einen normalen Menschen sogar gefährlich tödlich sein könnte. Sie achten nun mal auf das EKG. Jetzt feuere ich. Und in dem Falle hier haben wir natürlich Glück und das Herz schlägt wieder im Takt. Nun, wenn das Herz aus dem Takt kommt, dann meinen die Wissenschaftler oft genau zu wissen, was die Ursache ist. Doch manchmal steht selbst die Medizin vor einem Rätsel. Alles deutet auf einen Herzinfarkt. Es ist schon fast Routine, der Check mit dem Herzkatheter.
Professor Karl-Heinrich Scholz und sein Team vom St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim sind auf Herzinfarkte spezialisiert. 320 Mal im Jahr retten sie Patienten das Leben, untersuchen Herzen, befreien verstopfte Herzkranzgefäße von einem Gerinnsel. Zuerst mache ich Ihnen das Hemd auf und legen wir mal hin. Noch ahnen sie nicht, dass in diesem Fall alles ganz anders ist. Mit dem Röntgengerät wollen sie sich ein Bild vom Herzinfarkt machen. Ein Katheter wird durch eine Arterie geschoben. So soll sichtbar werden, wo die Gefäße verstopft sind. Und bitte nicht atmen. Doch dann die Überraschung. Das Katheterteam traut seinen Augen nicht. Alle Gefäße sind gut durchblutet. Von Verstopfung keine Spur. Das ist kein Herzinfarkt. Doch was ist es dann? Was führt bei der Patientin zu starken Brustschmerzen, auffälligem EKG und Todesangst? In dieser Situation muss man eigentlich die Ursache dafür finden. Denn wenn man keine Ursache findet, kann man auch nicht vernünftig behandeln. Und das macht eine gewisse Hilflosigkeit aus. Ein Blick in die Krankenakte gibt dem Kardiologen einen ersten Hinweis. Die Patientin hatte einen Schock erlitten. Marie-Louise Lürich liebt ihren Hund wie die eigenen Kinder. Um ihm das Leben zu retten, hat sie sich vor einen angreifenden, größeren Hund geworfen und verletzt. Danach fingen die Herzschmerzen an. Der Auslöser der Herzattacke bringt Professor Scholz auf die richtige Fährte. Erst vor kurzem hat er von einer US-amerikanischen Studie gehört. Darin werden 19 Fälle von Patienten beschrieben, nahezu alles Frauen, die an einer stressbedingten Kardiomyopathie litten, dem Broken Heart Syndrome, auf Deutsch einem gebrochenen Herzen. Auf den ersten Blick scheinen die Frauen nichts gemein zu haben, doch eins haben sie alle erlebt, einen gewaltigen Schreck. Kathy L. wurde ins Krankenhaus eingeliefert, kurz nachdem sie die Nachricht vom Tod ihres Sohnes erfahren hatte. Jane P.'s Herz setzte aus, als sie brutal überfallen wurde. Charlotte T. wurde das Opfer einer Überraschungsparty zu ihrem eigenen Geburtstag. Bei allen hat der Schock im Gefühlszentrum des Gehirns eine massive Produktion von Stresshormonen ausgelöst, die das Herz lähmen. Sollte seine Patientin etwa auch an gebrochenem Herzen leiden? An etwas, das nur in billigen Kitschromanen vorkommt? Eine weitere Untersuchung soll Klarheit schaffen. Die Patientin, die sich rettend vor ihren Hund geworfen hat, bekommt einen zweiten Katheter. Diesmal wollen die Ärzte nicht die Kranzgefäße durchleuchten, sondern große Mengen Kontrastmittel direkt in die linke Herzkammer spritzen. Im Röntgenbild wird das Unerwartete sichtbar. Das Kontrastmittel müsste sich eigentlich überall sofort verteilen, weil sich der Herzmuskel gleichmäßig zusammenzieht. Und der Vergleich mit dem Befund der amerikanischen Patientinnen ist eindeutig. Der untere und mittlere Teil der Herzkammer bleiben schlaff. Das ist ein gebrochenes Herz. Die Infusion mit den üblichen Medikamenten gegen Herzinfarkt wird sofort abgestellt. Das wäre jetzt die völlig falsche Therapie. Das Ultraschallbild zeigt, das Herz von Frau Lürich fängt schon nach wenigen Stunden an, sich zu erholen. Warum, wissen die Ärzte noch nicht. Sie fangen gerade erst an, nachzuvollziehen, was der Volksmund schon lange kennt. Das gebrochene Herz gibt es also wirklich. Das ist kein Hirngespinst aus Liebesromanen. Nun, selbst die moderne Medizin hat das Geheimnis des Herzens noch nicht ganz gelüftet. Es ist jedenfalls mehr
als eine zuverlässige Pumpe.